Gemeinschaft St. Stephan und das Herz, die Seele und der Kopf hinter VinziRast-mittendrin und hinter den vielen anderen Projekten, die die Vinzenzgemeinschaft in Wien in den letzten Jahren schon umgesetzt hat. Neben mir Frau Martina Malyar, Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks, Alsergrund, eine Unterstützerin dieses Projekts seit allererster Stunde, und ich glaube, wir wären heute nicht hier in der fertigen VinziRast, wenn es nicht seitens des Bezirks immer unterstützt worden wäre. Vielen Dank dafür. Okay, besten Dank. Es gibt dann sicher noch weitere Fragen auch. Frau Malyar, wie ist es für den Bezirk, wenn hier so ein gelebtes Experiment quasi beginnt, wo man jetzt noch nicht sagen kann, wo das Projekt hinführt? Das entspricht genau einem meiner Grundsätze in der Politik, abgesehen von Miteinander im Neunten. Kann man nach dem heutigen Tag sagen, Miteinander im Neunten mittendrin. Das zeigt schon die Offenheit und die Kooperation. Wer mich kennt, weiß, dass ich jederzeit zu vielen Experimenten bereit bin. Das ist ja gerade das Spannende im Leben. Wenn man nichts Neues ausprobiert, dann würden wir jetzt noch in der Steinzeit sitzen und könnten höchstens eine Erdprobe eröffnen, was auch immer. Aber wenn man Neues ausprobiert, dann ist damit auch die Gefahr des Scheiterns verbunden, und dem muss man genauso offen stehen und offen gegenübertreten wie dann dem Erfolg. Ne? Es kann noch zu einem ausnehmenden Erfolg sein, dann wird dieser Erfolg ganz viele Mütter und Väter haben, aber wir werden uns immer daran erinnern, wer diesen ersten Schritt gemacht hat, nämlich die Frau Cecily Corti. Ja? Egal wie viele Mütter und Väter es danach gegeben wird, wenn das Projekt erfolgreich ist. Wenn das Projekt nicht so erfolgreich ist, dann bleibt es auch an mir hängen. Also da bleibt es nämlich nur mehr an mir hängen wahrscheinlich. Aber ich kann Ihnen versichern, egal wie es ausgeht, ich habe breite Schultern, wir tragen auch einen Misserfolg gemeinsam, aber von dem will ich gar nicht reden, und das löschen wir gleich wieder. Weil ich bin davon überzeugt, dass das Projekt ein erfolgreiches Projekt wird. Und für mich ist das Spannende dabei, dass man, glaube ich, mit dem heutigen Tag aus unserem Sprachschatz den Satz Menschen am Rande der Gesellschaft einfach streichen sollte. Einfach aus dem Vokabular streichen sollte, weil dieses Haus symbolisch dafür steht, dass ein paar Menschengruppen, Personengruppen, einzelne Menschen nicht am Rande der Gesellschaft stehen sollten und das in meinen Augen auch nicht sind, sondern mittendrin in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist pluralistisch, da gibt es große, kleine, das sieht man an uns, dicke, dünne, sieht man auch an uns, ja, Männer, Frauen, eine Vielfalt, einen Pluralismus, Menschen mit ganz individuellen Wünschen und Bedürfnissen, wobei man natürlich dann auch Gemeinsamkeiten feststellen kann. Aber es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeits- und Betroffenheitsebenen, die auch wiederum quer durchgehen, ja? Durch alle möglichen Gesellschaftsschichten. Und deswegen habe ich mir, wie die Frau Corti heute zu reden begonnen hat, für mich einmal vorgenommen, ich spreche nicht mehr von Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, sondern sie sind mittendrin in unserer Gesellschaft. Und jene Menschen, die Unterstützung und Hilfe, Förderung bedürfen, und das ist auch weder eine Passfrage noch eine Intelligenzfrage noch sonst irgendwas. Diese Menschen brauchen unsere vernetzte Unterstützung. Wenn sie am Rand der Gesellschaft stehen, ist das viel schwieriger, als wenn sie mitten unter uns sind. Und das sind sie ja de facto auch. Das, was mir hier im Projekt so gut gefällt, ist, dass hier generationsübergreifend gelebt wird. Also, dass es die verschiedenen Altersstufen gibt, das ist auch sehr, sehr interessant. Dass ein altes, leerstehendes Haus wiederbelebt wurde, was Schöneres kann man sich ja gar nicht wünschen. Die berühmte Frage der Erdgeschosszonen in Wien und im 9. Bezirk hat sich auch erledigt, indem es hier ein wunderschönes Lokal gibt. Und da ist es auch wiederum dieses Mittendrin. Es geht ja nicht nur darum, dass die Bewohnerinnen und Bewohner hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenleben und zusammenfinden, sondern Gerade das Café wird ein Angelpunkt sein, wo man auch nach außen streut, von außen die Gäste herkommen und somit wirklich ein gutes Zusammenleben ist. Und ich denke mir, das wird ein tolles Herzeigenprojekt werden, wie man mit Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, umgeht und wie man so umgeht, dass es wirklich eine Vorbildfunktion hat und eine Vorreiterfunktion. Und das ist ja nicht nur hier, sondern wir haben ja auch die Flüchtlinge derzeit noch in der Pfarrer-Gussau. Wir waren der erste Bezirk, der ein Integrationswohnhaus hatte, der Gustav-Straße. Wir haben ein zweites Haus. Also, und abschließend noch zu dem Bereich der Wohnungslosen. Wir waren ja auch der erste Bezirk, der am Franz-Josefs-Bahnhof, am Julius-Tandler-Platz, das Projekt SEM gestartet hat, nämlich Betreuung von allen Passanten, aber auch von Wohnungslosen vor einem Bahnhof. Mittlerweile gibt es das jetzt auch schon am Tafelstern, mittlerweile gibt es das schon als flexibles Wohnmodell und erst kürzlich wurde präsentiert, dass am künftigen Hauptbahnhof auch so eine Einrichtung geschaffen wird. Und auch da ist das Projekt vom 9. Bezirk ausgegangen, das heißt, in ihr Projekt ist auch schon sehr viel Expertise von mir eingeflossen und die Arme sind breit. Ich sage nur als Bezirksvorsteherin herzlich, herzlich willkommen allen Bewohnerinnen und Bewohnern. Und vielleicht darf ich gleich auch die Einladung aussprechen, nachdem wir ja fast Nachbarn sind, dass Sie vielleicht alle, die daran beteiligt waren, und auch die Bewohnerinnen und Bewohner mal zu mir von Jose kommen. Dass wir so die nachbarschaftlichen Beziehungen fördern und an uns auf Jose zusammensetzen. Ja.